Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass wir jüngeren Geschwister einfach ein bisschen mehr mit den älteren Geschwistern machen. Weil ich glaube, dass einige von uns und auch von den älteren Geschwistern sich ab und zu alleine fühlen und vielleicht auch ein bisschen einsam. Und ich glaube, wir könnten einfach sehr gute und innige Freundschaften aufbauen und damit viel für die Gemeinschaft und die Gemeinde tun. Wenn ich mir etwas für die NRK wünschen dürfte, dann wären das Frauen im Amt. Und für alle die Zuschauerinnen, die sich gerade denken, oh, hör bloß auf damit, bedenke einfach, du möchtest vielleicht keine Priesterin sein, deine Glaubensschwester wäre dafür aber vielleicht sehr gut geeignet. Andere Konfessionen haben längst gezeigt, dass Frauen im Amt mindestens genauso gut sind wie Männer. Und außerdem, finde ich, leben wir in einer Zeit, die so nach dem Ruf nach Gleichberechtigung geprägt ist. Und wenn wir da zu lange warten, Frauen zu ordinieren, bis keine Männer mehr da sind, jetzt blöd gesagt in der Gemeinde oder so, und dann sagen, jetzt bist du gut genug, ich glaube, dann will keine Frau mehr. Offenheit dafür, dass konstruktiv kritisiert wird, dass nachgehakt wird und dass Dinge auch hinterfragt werden. Und das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, weil ich finde, man kann nur standhaft hinter oder für etwas stehen und arbeiten, wenn man das durchdacht hat, wenn man für sich da einfach eine Meinung verfasst hat und nicht einfach nur quasi das nachplappert, was einem mal erzählt wurde. Ich wünsche mir einfach, dass man da offen ist, drüber zu sprechen und auch mal Zweifel zuzulassen oder einfach das Hinterfragen zuzulassen, weil es ganz wichtig dafür ist, seinen eigenen Weg und seinen Glauben zu entdecken, der ja doch was Individuelles ist. Es geht darum, herauszufinden, wer ist dieser Gott eigentlich für mich? Welche Charakterzüge zeigt er in meinem Leben? Welche Charakterzüge zeigt er, wenn ich mit ihm ins Gebet gehe? Wen sehe ich da vor mir? Wer spricht mit mir oder wer spricht zu mir? Und dafür muss man aber auch den Raum geben. Ich wünsche mir mehr Zeitgeist in den Predigten. Ja, das beginnt auch schon in der Vorbereitung. Wie sind die Leitgedanken gestaltet? Nächster Schritt, wen spreche ich denn eigentlich an? Klar, wir sind jetzt keine Kirche, die jetzt jedem Trend nachjagt oder irgendwie Fähnchen nach dem Wind schwingt. Nein, wir haben natürlich eine Message, die bleibt auch gleich, aber trotzdem kann es nicht sein, dass in der Predigt, ich sag mal so, die immer gleichen Geschichten von früher aufgezeigt werden, die Floskeln, die jeder von uns kennt. Auch Jesus hat das ja gewollt, dass das was ist, was uns betrifft und nicht das, was uns vielleicht vor 50 Jahren betroffen hat. Und das wünsche ich mir. Natürlich habe ich Hochachtung für jeden, der da vorne steht. Aber gleichwohl bin ich der Meinung, da können wir doch noch was ein oder andere tun. Und im nächsten Schritt, was ist denn auch der Inhalt einer Predigt? Wir können ja nicht nur die ganze Zeit Verbote hören. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Nächstenliebe, Selbstliebe. Wir hören immer wieder, nimm dich zurück. Stell dich zurück, nicht deine eigenen Bedürfnisse im Vordergrund, kümmere dich um andere. Gleichwohl kenne ich so viele Gotteskinder, bei denen eher das Problem ist, dass sie sich so viel um andere kümmern, dass sie die Selbstliebe ganz vergessen. Aber hört man davon im Gottesdienst? Selten. Das Projekt Bibel angehen, zusammen mit den Amtsträgern. Und wir können das alle zusammen machen und wir sind dafür einfach auch als Gemeinde erschaffen worden oder wir haben uns als Gemeinde zusammengetan, dass wir halt auch zusammen solche Aufgaben meistern können. Und klar, hier muss sich jeder von klein bis groß einbringen, aber das ist etwas, woran oder womit wir auch als Gemeinde wachsen können. Und ja, ich möchte dafür einfach, dass wir unsere Bibeln aus dem Schrank holen, dass wir den Staub abpusten und dass wir sie auch einfach nicht mehr verstauben lassen, sondern dass wir sie durch uns lebendig werden lassen und auch anderen davon abgeben können. Die NRK hat mit NLC Today, der Gesangbuch-App, dem Katechismus to go oder aber auch mit Initiativen wie Dear Jim auf Instagram schon ein paar ziemlich gute und zeitgemäße Sachen am Start. Worum es mir aber konkret geht, ist zum einen der Erhalt der Online-Gottesdienste auch nach der Pandemie, sodass diejenigen, die in Präsenz nicht dabei sein können, immer eine Möglichkeit haben, Gottesdienst zu feiern. Und zum anderen aber auch die Veränderung in der Kommunikation auf Gemeindeebene. Da passiert zurzeit so viel per WhatsApp, per E-Mail oder ganz oldschool per Gemeindebrief. Warum nicht einfach alles in einem Kanal bündeln, einen Raum außerhalb der kirchlichen Räumlichkeiten schaffen,
in dem Gemeinde zusammenkommen kann, sich austauscht, sich informiert, interagiert. Das Ding ist, sowas gibt es schon. Eine App für die Gemeinde sozusagen. An der Stelle mache ich auch mal gerne Werbung für die Jungs und Mädels aus Nürnberg von Meine Gemeinde Digital, die seit Anfang der Pandemie fortlaufend und professionell an solch einer App basteln, die genau das alles beinhaltet. Das Potenzial ist also da und ich würde mir sehr wünschen, dass die Kirche das erkennt und auch dort in diesem Bereich investiert und zu einer Veränderung mit beiwirkt, sodass es jeder Gemeinde möglich ist, auch im Digitalen zusammenzukommen und physisch sichtbar zu haben, dass man eine Gemeinde ist, auch außerhalb der Kirche. Sonntags wäre mir es persönlich sehr wichtig, dass die Gottesdienste kindgerechter werden, sodass die Kinder auch mit in die Gemeinde integriert werden. Sie sind meistens in der Sonntagsschule und jetzt haben wir die Zeit, wo viele zu Hause gucken, da sind die Kinder nicht in der Sonntagsschule und gucken eben vielleicht doch per YouTube dazu. Und wie toll wäre es, wenn die Kinder auch mal angesprochen werden oder sich angesprochen fühlen oder einfach sich was aus dem Gottesdienst mitnehmen. Wenn ich einen Wunsch für die Kirche frei hätte, dann wäre es definitiv, mehr Ökumene zu veranstalten und mehr Ökumene zu leben. Ich finde es immer schön, wenn ich mit Christen im Alltag ins Gespräch komme und wir uns darüber austauschen, wie wir in unserer Kirche den Glauben leben, wie wir auch von Gott erfahren. Und manchmal kriegt man da richtig, richtig coole Anregungen, wie man den Glauben noch ausleben kann, was man noch alles veranstalten kann in einer Kirche, wie man auch Jung und Alt näher zusammenbringen kann, wie man coole Aktivitäten für Kinder und Jugendliche gestalten kann und vielleicht auch, wie man den Gottesdienst mal noch ein Stück anders gestalten kann. Und am Ende haben wir alle den einen Gott und glauben an den einen Retter. Wir versuchen irgendwas zu erfinden oder was Neues zu machen, irgendwelche neuen Begriffe und versuchen irgendwie was zu vermengen, versuchen Kirche für alle schmackhaft zu machen. Wir sollten aber Jesus für alle schmackhaft machen. Darum geht's. Wir müssen uns wirklich loslösen von diesen Türklinken wie so ein Nacker. Wir müssen uns an den Rockzipfel von Jesus Christus hängen. Darum geht's und um nichts anderes. Und wenn die Leute sich für Jesus Christus begeistert haben, dann fühlen sich die Kirchen rein von ganz alleine.